Freunde, Alter, heute geht's wieder zu einer neuen Chronik. Und zwar, ihr habt letztes Mal bei Out of the Legends, also ungefähr, habt ihr es irgendwann mal gesehen? Jetzt letztens auf jeden Fall, habt ihr den Alzer Barsteiner gesehen. Da habt ihr schon so ein bisschen Einführung in die Street-Comedy-Zeit beziehungsweise in diese F&L-Hamburg-Zeit bekommen. Heute führen wir das ein bisschen außen. Und zwar, Freunde, wird heute halt Chronik Street-Comedy-Zeit. Und wie hat das alles begonnen? Und zwar Felix und Leonard haben, was war das für ein Jahr? Freunde, das muss 2019 gewesen sein. Safe, das war 2019 im Sommer. Und zwar, Freunde, haben in dieser Zeit Felix und Leonard Danny, Son und Mahan geguckt. Und die haben halt so Street-Comedy-Kack gemacht. Felix und Leonard wollten das dann halt so billig nachmachen, weil wir eh im Moment da kaum Witz auf dem Channel hatten. Freunde, und zwar, diese Street-Comedy-Zeit war unmittelbar, wenn nicht genau nach der Lilano-Phase. Weil, Freunde, hatten wir halt diese Phase und die ist aber auch irgendwie relativ schnell wieder geendet, weil das nichts geworden ist, weil das sonst zu peinlich war, so Leute einfach anzusprechen. Das hat auch gar keinen Bock gemacht, Freunde. Wir hatten halt gedacht, yo, damit zieht man Klicks, aber mit unserem FNL-Content, der ist eh viel geiler. Wir damit aufgehört, Freunde, und wir haben auch ein dickes Video. Als der Barsteiner nämlich, um mal darauf anzuschließen, war aus diesem Video, was wir in dieser Street-Comedy-Zeit gemacht haben, weil wir haben nur eins gemacht, Freunde. Der Als der Barsteiner ist Teil davon, aber es gibt noch dieses Gesamtvideo mit dieser Anmod, die witzig ist. Aber Achtung, bevor ihr die gleich seht, das ist richtig cringe, wir sehen richtig hässlich aus. Wir haben uns damals ein bisschen geil gefühlt. Freunde, das Ding ist, das Cringeste ist meiner Meinung nach daran, dass wir die Wörter klauen, so zum Beispiel das Jungfernstieg, das Wohnzimmer ist und so. Niemals ist es so cringe, ne? Auf jeden Fall hatten wir halt da auch dann extra so Kanalbanner, die mega scheiße waren und alles. Ich meine mich zu erinnern, dass das so ein dummes Hamburg-Zeichen mit FL, also richtig scheiße. Aber was mega iconic war an dieser Scheiße, war halt dieses Main-Video, wo ein Video haben wir halt gedreht. Und das seht ihr jetzt auch nochmal. Ich glaube, der Kanal hieß F&L Street Comedy. Richtig scheiße. Sau kurz nur angehalten. Und, Freunde, richtig krass, als wir wirklich geplant haben, das durchzuziehen, das erste Video auf Erl, da berichten wir dazu nämlich. Aber auf jeden Fall seht ihr jetzt dieses Video nochmal. Danach ist auch wieder Schluss. Deswegen, Freunde, auf jeden Fall war es das mit dem Video. Ihr seht jetzt einmal das andere Video und deswegen abonniert den Channel. Like das Video, schaltet auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder ein. Und like mal ein bisschen bitte für die Post-Credit-Scene dann, die ist da witzig. Wird eine kleine Tomorrow-Icon revealed. Okay, bis dann und gönnt euch das Video. Bitte aufpassen, cringe. Yo Leute, mein Name ist Leon und das hier ist unser erstes Video auf diesem Kanal. Wir machen Street-Videos in Hamburg. Wir befinden uns auch gerade in unserer Hometown Hamburg. Gerade auf dem Rathausplatz. Wir switchen aber zwischendurch auch die Location, sonst gehen wir ins gute alte Wohnzimmer über. Wir machen Street-Videos, typische Videos, wie viel das dann outet wert, irgendwelche Meinungen über oder generell irgendwelche Street-Videos. In die Kommentare braucht ihr jetzt nicht so schreiben wie, ja, ist von Dennison oder Mahan geklaut. Wir wissen, dass die das auch machen, aber ja, die haben ja kein Patent darauf. Und ja, wir führen den Kanal zusammen und er stellt sich jetzt nochmal vor. Jo Leute, ich bin's auch nochmal, Felix. Wir drehen ja den Kanal zusammen, hat Leo eben schon gesagt. Und wenn euch irgendwas nicht gefällt oder so, oder falls ihr Verbesserungsvorschläge für uns habt, dann schreibt's gerne in die Kommentare oder so. Oder ja, schreibt's halt in die Kommentare. Und ja. John Favre! Welche Zeit war das? Das war... Freunde, das... Sollte John Favre so... Freunde... John Favre ist gekommen! Soll ich neu machen? Ich will den jetzt... Gut, Freunde. John Favreau, John Favreau. Mann, Alter, also John Favreau. Das ist schon das vierte Mal, dass wir den sehen. Das ist ja nicht so witzig, aber ja, da fährt John Favreau. Weißt du, dass das normalerweise heißt, wenn man einen viermal sieht in der Legendär. John Favreau, hey, tomorrow.